Hallo Messefreunde und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wieder ein kleiner Ausflug über den großen Teich und wir schauen uns heute ein ProTech an. Ein T501 PR3 Tactical Response 5. Kommt hier in dieser Box. War hier 20. Geburtstag. Und hat hier noch so ein Täschchen mit drin und unten noch so die Garantiekarte. ProTech, auch ein beliebter amerikanischer Hersteller von Automatic Knives. Und hier eine richtig schöne Version, matt, schwarz, Alu. Mir gefallen besonders gut die Clips, die hier immer super Deep Carry sind und mit den flachen Schrauben und dem Clipende im Griff versenkt werden. Das ist richtig gut gemacht. Hier ein Modell mit Extrasierung. Die hat hier so ein paar Abstufungen und die sind richtig schön scharfkantig, damit man das auch gut greifen kann, weil der Schiebemechanismus hier auch ordentlich festhält. Also der wackelt nicht von alleine in der Gegend rum, den muss man wirklich zurückziehen. Und da hilft natürlich diese scharfen 90 Grad Kanten, dass hier die Haut auch schön dran hängen bleibt, um diesen Schalter auch sauber auf- und zuschieben zu können. So geht nichts und nach hinten springt die 8 cm Klinge schnell und kräftig aus dem Heft. Hier haben wir dann noch eine Seriennummer und noch die Bezeichnung PR3. Auf der anderen Seite haben wir dann ProTech USA und S35VN. Da sieht man dann gleich, was für ein Stahl hier verarbeitet wurde. Was mir hier besonders gut gefällt, ist der Griff mit den beiden Grooves. Und in den Rillen überall so ein bisschen hat das Ding eine sehr gute Handlage für die beiden Finger vorne und für die anderen beiden hinten. Der Daumen kommt hier noch in diese ganz dezente Mulde mit den Rillen und produziert für die Hand eine perfekte Handlage. Für Linkshänder sogar noch besser, da kann man dann auch hier schön den Clip nutzen mit einer Fingermulde und hat hier wirklich eine sehr, sehr gute Handlage, um nicht zu sagen, fantastisch. Materialien sind toll. Alu S35VN Automatik, 80 mm Klinge, schön mattes Stonewash Finish. Perfekter Clip, klasse Griff. Also ein rundum gelungenes Automatikmesser mit Sicherung und ordentlich kräftiger Feder. Hier haben wir auch Klingenschraube, kann man im Notfall mal ein bisschen stärker stellen, sollte man hier mal ein bisschen Klingenspiel entwickeln. Durch das ganze Öffnen ist das natürlich immer extreme Schläge auf das Messer, aber ist ja kein Thema. Nimmt man einen Sechskant und zieht hier mal ein bisschen nach und dann passt es wieder. Wir haben noch einen massiven Backspacer drin mit einem breiten Lanyard Hole. Kann man sich also auch noch schön ein Bändel dran machen. Ne? Tolles Messer. Gefällt mir richtig gut. Cooles Teil. Ja, habe ich mir mal für ein Video ausgeliehen. Denke ich mir, lohnt sich doch mal vorzustellen. Das sind halt doch einfach so Messer, die du nicht immer einfach so dir mal kaufst oder einfach dran kommst oder hast. Da ist es natürlich so eine Gelegenheit perfekt, mal ein bisschen über den Tellerrand schauen zu können und mal so ein paar Tage lang mal ein anderes Messer auszuprobieren. Toll. Cooles Teil, gefällt mir auch richtig gut. Dieses ProTech T501 PR3. Gut, dann sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder mal ein Video gibt mit feinen Schneideisen aus den USA. Ciao, macht's gut, bye bye und immer schön EDC einchecken. Ne? Ihr wisst Bescheid, Freunde. Ciao, macht's gut, bye bye.